man darf nicht alleine irgendwo rausgehen, schon gar nicht nach Hurghada in die Innenstadt oder so. Also man darf sich nicht frei bewegen. Mit allen Menschen, mit denen wir außerhalb sprechen, die wollen uns alle nur verarschen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Yes! Ja, ich bin diesmal auch dabei. er ist nicht verschollen. Wir sind immer noch zusammen, Ja, wir sind immer noch verheiratet, ja. verheiratet. Er hatte nur eine Da ist kleine. nichts passiert. Ich muss noch arbeiten. Er musste arbeiten. Ja. Ja, was gibt's heute für ein Thema für uns? Ja, wir haben ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar. Weil es ja für uns in den nächsten 2 Wochen auch wieder nach Ägypten geht. Oder nicht mal zwei Nicht mal Wochen. 2 Wochen mehr. Wie, warte mal, 1, Jetzt hör auf, das 2, Video wird eh voll lang. 11 Tage noch. Nee, 12 Tage noch. In 12 Tagen fliegen wir. Und dann haben wir uns gedacht, weil uns auch viele Leute gefragt haben, wie kommt man denn auf Ägypten? Also wir müssen jetzt auch noch vorab sagen, wir haben auch bereits Eigentum in Ägypten, wer uns nicht kennt. Und angefangen hat es aber so, wie wir euch das heute alles erzählen. Das war der Anfang zu Ägypten. Aber ich bin trotzdem noch auf das Video aus einem anderen Grund gekommen. Meine Cousine fliegt jetzt alleine nach Ägypten und hatte sehr viele Bedenken, sehr viele Fragen und so richtig Wirrwarr. Und da habe ich gedacht, okay, wir sollten eigentlich unsere Story auch mal teilen, weil wir ja auch schon von euch gefragt wurden und das bisher nie getan haben. Ja, unser erster Aufenthalt in Ägypten. Erstmal, wie sind wir auf Ägypten gekommen? Was hat uns zu Ägypten geführt? Was war denn damals noch? Das war lange her. Auf jeden Fall, Ägypten war nicht unser erster Wunsch, sage ich mal, ne? Wir haben viel überlegt, also wir hatten einen Sommerurlaub geplant. Da haben wir uns dann die ganze Zeit gedacht, wo kann man denn hinfahren? Davor waren wir in Kroatien, ne? Haben zusammen Urlaub gemacht und dann wollten wir aber nicht diese lange Fahrt haben mit dem Auto, sondern haben wir gedacht, komm, lass uns mal Aber es war irgendwo. kein Sommerurlaub. Doch, ja, Nein. gut, Ende Er Sommer, September. war richtig mies hier. Und in September, Kroatien im ja. September. Also man muss sagen, das Haus wurde damals für uns gebaut und wir wollten nochmal, bevor final alles fertig ist, wollten wir nochmal in Urlaub, weil wir nicht wussten, werden wir es jemals danach nochmal schaffen, Urlaub zu War fliegen. 2017 müsste das gewesen sein, Ja, ne? genau. Genau. Also wir Vor waren 6 mitten in der Jahren. Bauphase eigentlich. Ja. Das Haus stand schon Ja. so Ja. rohbaumäßig. Und ja, haben wir uns dann gedacht, komm, bevor wir uns noch hier in Arbeit verlieren, machen wir noch schön Urlaub, einen All-Inclusive-Urlaub. Und die Frage war halt Ja. dann, wohin geht's Wir wollten überhaupt? eigentlich nach Spanien Domrep auch, oder so, Dominikanische Republik haben wir ne? damals auch gesagt. Donrep, Spanien haben wir uns auch angeguckt. Was war da noch Es war dabei? alles zu kalt. Alles Mögliche war Also dabei das Ende eigentlich. vom Lied ist, wir sind zum Flughafen gefahren, wir waren davor in Reisebüros, aber irgendwie hat uns keiner so richtig verstanden, was wir wollten, wahrscheinlich weil wir es selber nicht wussten. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, hier bei uns in Bremen, sind reingegangen, haben sofort eine ganz adäquate Dame, hat uns sofort angesprochen, hat uns dann gesagt, hier 14 Tage Mövenpick Hotel, könnt ihr gar nichts verkehrt machen in Ägypten. Davon haben wir leider kein Video. Stimmt, ne? Mövenpick, das war unser Doch, die allererstes Katze haben wir Hotel. gefilmt. Ja, stimmt. Aber Reise gefunden, wir waren direkt überzeugt. 14 Tage, 1,4 war das, ne? 1,4 für 14 Tage Mövenpick 700 Summer pro Bay. Person, 14 Tage, perfekt. Mövenpick Summer Bay. Also wir können euch das Hotel definitiv empfehlen. Es ist zwar etwas weiter auswärts, aber wir fanden es persönlich eigentlich ein ganz gutes Hotel. Es ist was für Pärchen, die so Entspannung haben. Kinderhotel ist es nicht, aber so Entspanntheit, ne? Pärchen, die sich gerade kennengelernt haben oder Ältere. Also das ist, glaube ich, so das passende Klientel dort. Und ja, dann sind wir da angekommen, also erstmal hingeflogen, rausgekommen und Ich habe einfach erstmal aus dem so geil. Flugzeugfenster geguckt, alles Wüste einfach. Da habe ich schon gedacht, oh Ja. mein Gott, wo sind wir hier angekommen? In der Wüste. We are arrived. Und wir leben noch. Ich spare auch.
Wie Sie sehen, sehen Sie Ägyptens. Wo sind die Mumien? Flughafen. Hier ist eine. Hier stinkt voll nach Bier. Ich habe mich mit Ägypten nie vorher irgendwie auseinandergesetzt, beschäftigt. So. Wir hatten zwar, also ich hatte auch All-Inclusive-Urlaube gemacht und auch meine Frau hat die eine oder andere Reise hinter sich gehabt. Aber Ägypten, das war überhaupt nicht auf dem Zettel irgendwie. Ja. Und deswegen, man wusste nicht, was auf einen zukommt irgendwie. Vor allem, man hat auch vorher nur Horror-Stories gehört, das müssen wir aber trotzdem immer sagen. Man hat gehört, also meine Schwester war vorher da in Masalam und die hatten halt erzählt, dass die... War sie nicht Sharm el-Sheikh? Oh, Sharm el-Sheikh, ja. Dass die halt mit irgendwelchen, von irgendwelchen Leuten bewacht wurden, mit Gewehren, wo die Ausflüge gemacht haben, wo die vom Flughafen abgeholt wurden. Und ich habe mir halt auch voll sowas ausgemalt, dass es so richtig so ein Hochsicherheitstrakt ist. Also so, dass was richtig, richtig, dass man da halt richtig überwacht wird, dass einem nichts passiert und so. Und wo wir dann angekommen sind, alle sind da irgendwie so rumgerannt und haben ihren Bus gesucht, wo die dann quasi vom Flieger abgeholt werden und zum Hotel gebracht werden, also der Shuttlebus, habe ich so gedacht, okay, irgendwie so voll anders, als wie ich mir das dann doch vorgestellt habe, weil wir sind ja in einer Woche dann geflogen und man hat in dieser Woche sich schon irgendwelche Vorstellungen zusammen so gesammelt, also im Kopf. Ja, wir sind da angekommen. Und die Luft war einfach so geil, ne? Wir sind hier losgeflogen Ende September, es war so mies, es hat so geregnet. Ja, es hat richtig von gestürmt, windig, regnerisch, auch wurde es dann wieder langsam kälter wurde es dann auch. Ja. Und das war unangenehm. Und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass einfach zur selben Zeit irgendwo auf unserer Kugel, auf der Erde, irgendwo einfach so krass schönes Wetter ist, ne? Und wir sind um 6 Uhr abends angekommen, es wurde schon dunkel. Weißt du noch genau? Ja, ich weiß es gar nicht. Weil er hat auch noch zu uns die Sonne ist gerade untergegangen. Und er hat dann auch noch zu uns gesagt, ja, dass um 6 Uhr, weil ich habe mich auch noch gewundert, dass um 6 Uhr ist einfach die Sonne weg. Das ist richtig krass. Und es hat richtig schön so, also eine richtig schöne warme Windbrise, ne? Die sich die ganze Zeit so quasi wie so eingemurmelt hat. Ne? Das war so richtig, richtig angenehm. Ich habe mich so wohl gefühlt in dem Augenblick. Ja, und dann wurden wir abgeholt mit mehreren Leuten. Also wir waren nicht alleine im Shuttle. Die haben uns, die nach der Reihenfolge haben die uns dann abgesetzt. Wir waren 4 Pärchen, glaube ich, ne? Ungefähr, vier Pärchen. Ja. Wurden die ersten abgesetzt, die zweiten. Wir waren die dritten und dann wurden die vierten noch abgesetzt. Das nimmt natürlich alles Zeit in Anspruch. Das müsst ihr berücksichtigen. Bestimmt eine Stunde unterwegs. So, ne? Genau, ja. Eine Stunde. War schon finster draußen auf jeden Fall. Also wir konnten auch nicht genau sehen, wo wir uns überhaupt befinden. Wir haben es ja Wüste gesehen. Ja, also wir, also weil du gesagt hast, jetzt außerhalb von Hurghada, ich wusste ja nicht mal, dass es außerhalb ist, weil ich wusste gar nicht, wo Hurghada Innenstadt überhaupt ist. So. Wir dachten auch, man darf sich auch draußen einfach nicht bewegen. Also da kommen wir gleich Da kommen wir gleich noch zu, aber erstmal der Weg dahin. Also ich wusste ja gar nicht, wo ist Zentrum, wo fängt Hurghada hin. Ja. Wir sind einfach, haben uns irgendwo hingebracht, wir dachten, jo, das ist es jetzt hier. So, das ist. Für die nächsten 14 Tage. Ja. Wir haben halt auch überhaupt gar nicht so gedacht, dass wir mal irgendwo hin wollen oder so. Erst dann, nach 3 Tagen, wo wir dann schon so die ganze Zeit so ein. Also was, doch, also ich denke mal, also ich wollte unbedingt die Pyramiden angucken. Ja, aber wir haben vorher auch gar keine Ausflüge. Ich habe gedacht, wenn es die Möglichkeit ergibt, irgendwie sollte man, also Pyramiden haben mich immer schon interessiert. Und da haben wir gedacht, halt, wenn wir schon in diesem Land sind und die Möglichkeit irgendwie besteht, dann fahren wir doch dahin. Auf jeden Fall. Jetzt kommen schon mal unsere Tipps zwischendurch, oder? Also wir werden euch auch ein paar Tipps raushauen, aber da werden wir auch nochmal ein gesondertes Video machen, wo wir alles zusammenfassen. Also, ihr werdet von den Reiseleitern terrorisiert.
wenn ihr nicht zu dem Treffen geht. Weil die wollen natürlich euch ihre Touren verkaufen. Was total legitim ist, die wollen Geld verdienen, ist auch total in Ordnung, aber die haben heftig überzogene Preise. Die meisten. Weil wir jetzt in 10 verschiedenen Hotels mittlerweile waren und wir wissen einfach, wovon wir jetzt sprechen. Und selbst da, als wir dort vor Ort uns die Preise angehört haben, denn wir sind ja hingegangen, weil wir wurden terrorisiert, haben uns sogar aufgespürt am Strand, glaube ich. Das Ding ist ja, warum sind wir auch da hingegangen? Wir haben halt, du denkst ja natürlich nicht sowas, dass du da hingehst und wirst abgezogen. Also du gehst halt hin, okay, die geben dir wichtige Tipps für deine Reise und... Was waren denn die wichtigen Tipps, erzähl mal? Das war im Endeffekt gar nichts da. Ja, die haben gesagt, man darf mit niemandem außerhalb sprechen. Man darf nicht alleine irgendwo rausgehen. Schon gar nicht nach Hurghada, irgendwie Innenstadt oder so. Also man darf sich nicht frei bewegen. Mit allen Menschen, mit denen wir außerhalb sprechen, die wollen uns alle nur verarschen. Also das waren die Worte von dem Reiseleiter, ne? Im Endeffekt... Ja. Wer wollte uns? Ja, aber wir haben uns auch daran gehalten, weil wir das auch geglaubt haben. Ne? Aber wir haben dennoch nicht über die gebucht. Also wir können euch empfehlen, Get Your Guide, die Seite. Wenn ich das nicht vergesse, verlinke ich euch das unten in der Infobox. Über Get Your Guide haben wir 3 Ausflüge gebucht und wir waren super zufrieden. Wir hatten gar keine Probleme. Man wird einfach dann, sobald man gebucht und bezahlt hat, wird man in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen und da werden dann die wichtigsten Dinge besprochen, was mitgenommen werden soll, wann getroffen, wann man sich trifft, wann man abgeholt wird, Transfer. Aber es hat auch alles super geklappt. Genau. Also wir haben einmal die Reise nach Kairo gemacht. Willkommen in Kairo. Ich hab dich gesehen. Okay, jetzt gibt er hier mal richtig Gas, wa? Bei der Quad-Tour.
Touren haben wir gemacht und waren da super zufrieden mit. Und wir können euch sagen, die Preise, die uns die Reiseleiter damals angeboten haben, natürlich ist das jetzt schon über 6 Jahre her, ne? Aber dennoch die Erfahrung, die wir jetzt auch zwischenzeitlich in den Jahren gemacht haben, wir sind 2-mal im Jahr locker in Ägypten. Und da ist es definitiv so, dass die Preise einfach wucher sind eigentlich. Wie fandest du denn unser Zimmer? Also ich fand das Mövenpick Hotel eigentlich super gut. Da spielst du jetzt aber die Glasscheibe. Also Mövenpick war zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, neu renoviert. Ich meinte einfach der Reihenfolge so. Also erstmal. Ja, wir sind angekommen, Gespräch, wir haben uns echt wohl gefühlt. Wir haben uns im Zimmer wohl gefühlt. Wir hatten komplett all-inclusive Softgetränke, alles mit drin. Die haben, also das Personal war auch super, die haben super sauber gemacht. Die haben, also wir waren echt eigentlich wunschlos glücklich. Uns hat da nichts gestört. Ich war mega begeistert vom Zimmer eigentlich. Ja, das Zimmer war echt schön. Ich hatte eine eigene Schminkecke. Ich habe vor allem, wo ich Urlaub gemacht habe vorher. Also so ein Zimmer, das war echt heftig. Und vor allem zu dem Preis, also ich war echt positiv überrascht. Wir hatten eine Terrasse, wir haben unten das Zimmer gehabt. Aber das Heftigste war das Badezimmer. Man hat einfach vom Bett aus eine riesengroße Glasscheibe gehabt in die Toilette rein. Also die Dusche war dazwischen. Panoramablick. Okay. Und jeder kennt natürlich in Ägypten, was passiert, wenn man falsche Sachen isst. Ne? Und dann kommen wir zu dem Thema Durchfall und solche Sachen. Guckt euch unser Video unbedingt an. 10 Tipps, die man beachten sollte, wenn man nach Ägypten fliegt. Ja. Und auf jeden Fall hatten wir eigentlich ja schon mehr Glück. Ne? Also es ging, was uns die Verdauung anbetraf. Also das war okay, aber ich stelle mir vor, wenn so ein junges Pärchen da Urlaub macht, ne, und man gerade noch so voll frisch am Kennenlernen ist, da kennen wir ja ein paar, die das hatten, und dann hat man da Magenbeschwerden und noch so eine Panorama. Ey, was Schlimmeres geht nicht, ne? Schön zum das ist so Doppelbett. Aber da kennt man sich halt schon in- und auswendig, ne? Nee, so, aber und wenn der andere duscht, konnte man auch schön reingucken, ne? Also, ja, aber wir sind ja dadurch, dass wir ja so offen sind mit London. Das war ja jetzt. Ne. Sonst hat man dann halt in der Lobby die Toilette besucht. Ne? Ja, das hast du? Ja, nein, aber als Tipp vielleicht. Also, wenn man ein Fenster zur Toilette hat, dann kann man nicht in der Lobby die Toilette. Aber man muss sagen, andere Zimmer hatten das nicht. Wir waren noch bei anderen dann im Zimmer. Wir haben da halt viele Deutsche kennengelernt, wo wir dann später schon so eine riesen Gruppe waren. Wir waren eine richtige Gang. Wir waren eine richtige Gang. Von, ich glaube, von 19 Jahren bis 60. Scheintot. Bis 60 oder so. Aber das war echt cool. Und die hatten normale Türen in der Toilette. Also, und auch keine Glasscheiben. Ja. Ja, auf jeden Fall, weil unsere Tür war ja, die war nicht aus Glas, das war woanders. Nee. Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir zur Tour. Ich würde den zweiten, oder willst du noch mal über das Hotel reden? Ja, erstmal, also vom Zimmer sind wir, was haben wir denn die ersten Tage gemacht? Einfach nur. Wir haben gechillt am wir Strand. Wir haben uns ausgeruht. Genau. Strand war schön, schöne Sonnenliegen. Hier haben wir das schöne Hotel. Astreine Anlage. Ja. Und dann gehen wir hier, gleich geht es jetzt mal zum Bier trinken, ne? Ganz klar. Dann haben wir das hier, wenn ihr da hinguckt, ne? Dann könnt ihr quasi schon das Meer sehen. Ne? So Leute, ab geht die Post wieder hier, ne? Da sind wir. Ein super Strand, ne? Das war echt schön, bis wir dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir bereit, mal einen Ausflug zu machen. Ja. Ja. Und dann... Als erstes Schnorcheln waren wir, ne? Genau, und das fand ich so krass. Also die Ausflüge waren alle super, müssen wir sagen, ne? Aber wir sind hingefahren, wir waren einfach schockiert, dass da Menschen auf der Straße rumgelaufen sind. Europäische Menschen. Ja, mit kurzer Kleidung. Weiße Menschen. Wir waren einfach schockiert.
nach diesen Aussagen, die wir bekommen haben im Hotel von den Tourguides, dass wir einfach, die Tourguides, von den Reiseveranstaltern, dass wir richtig schockiert waren, dass da einfach Leute so draußen rumgelaufen sind. Einfach so ganz chilliwilli. Das hat nicht gepasst mit den Aussagen von dem Typen. Ja, und da dem waren, Bild, was sich bei mir im Kopf so geschlossen also hat. Wir waren schockiert. Also ich kann das wagen. So. Ja, wir können dieses wagen, da rumzulaufen. Und ja. Dann habe ich noch gesagt, guck mal, die laufen da einfach so rum. Guck mal, da ist... Die kaufen ein, ja. Und wir so, hä? Wie jetzt? Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir denn dahin? Aber haben uns dann nicht also getraut. Es klingt erstmal extrem, ja. Ne? Oder übertrieben, überspitzt von uns zusammen. Wir haben wirklich so gedacht. Aber das denken voll viele. Wir saßen da in den Bus und denken das uns, denken hä? Voll viele. Wieso laufen die hier rum? Ja. Das dürfen die doch gar nicht. Ja. Und dann haben wir, okay, ein bisschen nachgedacht, ein bisschen geguckt so. Aber wir haben uns trotzdem nicht getraut. Also wir sind ja, beim gut, ersten Mal nicht ab, in die City. Ab von Schuss unser Hotel. Ja, hätten wir es damals gewusst, hätten wir dann auch ein Uber bestellen ja, können. Ja, hätten wir. Ja. Stimmt, mit Uber kam dann auch erst nach ein paar Jahren. Ja. Nach ein paar Mal mehr Ägypten, ja. Aufenthalte. Genau. Deswegen könnt ihr ja auch aus unseren Dingen lernen oder aus unseren Fehlern. Was heißt Fehler? Man macht halt seine Erfahrung. Das sind die Erfahrungen, die man sammelt. Genau, also ihr könnt euch die App Uber runterladen und da euch frei mit bewegen. Könnt jederzeit ein Taxi rufen, also ich sag mal Uber-Taxi. Und das ist da easy going. Ihr könnt funktioniert von alles bis überall ganz hingebracht normal werden. Wie auch jetzt, sage ich mal, hier vor Ort. Ganz normal. Also es ist auch nur ein Land. Es geht sogar sehr schnell. Ja, sehr, sehr, sehr schnell. Es funktioniert in Ägypten alles genauso wie hier, nur halt ein bisschen anders. So, und ja, auch du kannst dich draußen ganz normal bewegen, einkaufen, was weiß ich. Ja, kann man alles machen. Alles ja, das Ding ist, wir hatten halt ganz andere Vorstellungen. Und wir haben es jetzt beim zweiten Urlaub, ne, haben wir ein Hotel dann gehabt mitten in der City. Und da haben wir halt gesehen, ja, also es funktioniert alles. Du kannst die ganz normale Handykarte holen, du kannst ganz normal einkaufen gehen, du kannst ganz normal irgendwo selber die Touren buchen und hinfahren, auch privat einfach hinfahren. Also es funktioniert alles. Und ja, also unser Urlaub war damals echt gut. Ja, aber was war denn dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns überhaupt dann so auf Ägypten so, sag ich mal, fokussiert haben? Es war nicht der erste Aufenthalt. Es war der zweite. Da gab's, beim ersten Aufenthalt gab es auch viele Kontrast, sage ich mal, wo allein schon hier, also okay, jetzt lag vielleicht auch an der Tour, aber zum Beispiel Kairo, das alles so zack, zack, schnell, schnell. Ja, aber wir fanden das trotzdem zu dem Zeitpunkt gut. Aber die ganze Zeit, auch im Hotel, dieses ständige, willst du kaufen, willst du dies kaufen, willst du das kaufen. Aber ich glaube, das fanden wir zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlimm. Also Kairo würde ich nochmal aufgreifen. Das hat schon ein bisschen genervt, so, ne? Vor allem, wenn du da in Ruhe sitzen wolltest einfach und dann so denkst du, sitzt gerade in der Liege, so willst du gerade so, hörst du Musik, willst schlummerst gerade vor dich hin, da kommt einer. Aber die kamen ja alle zwei Minuten. Da gibt es auch noch einen guten Tipp von uns nochmal. Es gibt jetzt mittlerweile so rote Fähnchen, die man sich holen kann und dann an den Sonnenschirm klemmen, dass man halt nicht gestört werden will. Ne? So no disturb, ich weiß nicht, was da drauf steht. Auf jeden Fall, sowas, dass man da nicht gestört wird. Das ist auch nochmal, jetzt mittlerweile gibt es das, früher gab es das da noch nicht. Also unser Fazit ist aber so, dass ihr euch nichts einreden lassen sollt. Guckt selber, vergleicht auch die Preise online. Vielleicht, also ich bin auch dafür, dass man die Leute dort vor Ort unterstützt, aber zu fairen Preisen. 10% ja. Aufschlag ist gar kein Problem, 15% geht auch noch, aber nicht bei über 50-60%, die man halt. Jeder hat jetzt ein Handy. Aufmachen, einfach vergleichen, gucken. Das ist. Easier geht gar nicht. Genau, heutzutage, da kannst du direkt vor Ort, wenn du dir was. Okay, ist vielleicht ein bisschen respektlos, ne? Aber trotzdem in der freien Minute mal gucken, okay, ich will das unbedingt machen, was kostet das wirklich? Ja. Einfach mal schauen. So, und wenn er dir ein faires Angebot gemacht hat, umso besser, dann ist er glücklich und du auch. Ne? Hatten wir auch. Ja, genau. Hatten wir auch ein, zwei Mal gehabt, ja, mal bei anderen Reisen. Auch einer fair war und genau das richtige Angebot hat.
Gibt's auch manchmal. Ja. Und was war noch? Ja, prinzipiell, wir hatten eine coole Truppe. Habt keine Angst, wenn es eure erste Reise sein sollte und ihr habt eventuell auch gar keinen Partner, mit dem ihr fliegen könnt, ne? Oder gar keinen Bekannten, Verwandten, was auch immer. Habt gar keine Angst, habt gar keine Scheu. Wie viele Menschen haben wir dort kennengelernt, die wirklich alleine gekommen sind? Wir haben auch ein Hotel, das können wir auch empfehlen. Das kommt auch in die Empfehlungsvideos. Das Charms Abu, ne? Da haben wir so viele einzelne Personen kennengelernt, die sich aber dort mittlerweile schon treffen. Ich fand also, alle alleine in den alleine. Urlaub und treffen sich dann da. Ja, die einen kommen später, die anderen kommen früher, aber man hat halt schon so durch den Urlaub so Bekanntschaften gemacht, wo man sich jetzt vielleicht einmal im Jahr irgendwie trifft. Und die nehmen auch gerne neue Leute auf, das sind so ältere Damen und Herren. Und wenn ihr sagt, ihr traut euch nicht aus irgendwelchen gewissen Gründen, hoffen wir, dass wir euch bestärken können zu sagen, macht das, wenn ihr da Bock drauf habt, habt gar keine Angst. Also Ägypten, ich hatte auch ein Video dazu gemacht, wie sicher Ägypten ist. Wir haben bisher keine negativen Erfahrungen gemacht und hoffen, dass wir es niemals machen werden und hoffen es auch für andere. Für uns ist Ägypten super Sicherheitsland und macht euer Ding. Findet es heraus, ob es ein Land für euch ist, ja, wie wir drauf hängen geblieben sind. Ägypten ist ein, trotz der Kontras auch, wo die Kontras mit Sicherheit auch überall geben wird, ist Ägypten ein sehr schönes Land mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, mit schönen Hotels, schönen Meer, Sonne, eigentlich alles, was man für einen Sommerurlaub oder für einen, sage ich mal, erholsamen Sommerurlaub brauchen kann. Ja. Ja, also ihr Lieben, wir hoffen, dass wir trotz des Rumgeschnatters hier für euch trotzdem wertvolle Informationen hatten und dass ihr einfach euer Ding macht, genießt euer Leben, lasst niemand euer Leben bestimmen. Schönen Urlaub. Genau, wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Also, alles Liebe. Bis dann.